Hallo Leute, willkommen bei einem neuen Interview hier auf meinem Kanal bei Sakul Talks und du kannst dich gerne mal vorstellen. Also ich bin der Mike Behling, mein Hauptaccount heißt Mike Behling und mein Unterkanal heißt Mr. Autist. Okay, was für eine Behinderung hast du denn? Also vor 2013 hatte ich soziale Probleme mit meinem Umfeld, auch mit der Arbeit und so. Und dann bin ich zum Pädagogen gegangen, zum Psychologen. Und dann nach den Jahren hat sich herausgestellt, dass ich Asperger-Autist bin mit einer ganz bestimmten Schwäche, was die sprachliche Kommunikation betrifft. Inwiefern betrifft es denn eigentlich, was du gerade gemeint hast? Das mit der Sprache und so. Ja, erstmal hatte ich auch schulische Schwierigkeiten, gerade was die Rechtschreibung betrifft. Aber das hat ja erstmal nichts mit Autismus zu tun. Meine soziale Schwäche in der Kommunikation, in der sprachlichen Kommunikation ist, hat sich rausgespielt in indirekten Sätzen, was Sarkasmus, Zynismus und Ironie betrifft. Und da sich das in den letzten 10 Jahren sehr verstärkt hat, wurde ich auch Mobbing-Opfer in Anführungsstrichen. Ich sehe das jetzt als Opfer, weil ich mein Umfeld einfach nicht mehr so wahrgenommen habe, wie sie das eigentlich meinen mit ihrer Aussprache, weil ich sehr direkt bin. Okay. Ich nehme alles direkt. Und deswegen komme ich mit Sarkasmus und Zynismus nicht klar und deswegen hatte ich auch soziale, umfeldliche Probleme mit meinen Mitmenschen. Okay, das heißt zum Beispiel jetzt, wenn zum Beispiel die Gegenüber von dir einen Witz machen tut, dass du das nicht direkt verstehst. Witze verstehe ich schon. Wiefern ist das da genau gemeint? Mit auch mit was du gesagt hast, wie nennt man es nochmal? Sarkasmus und Zynismus. Genau, Sarkasmus. Ja. Und Ironie. Okay, was für Erfahrungen hast du damals mit Ironie oder Sarkasmus gemacht? Dass meine Mitmenschen aus ihrer Sicht etwas spaßig gemeint haben, ich es aber eben ernst genommen habe. Zum Beispiel, das ist mir früher schon aufgefallen, wenn mir jemand gesagt hat, kannst du mir mal bitte den Zucker geben oder die Butter? Da habe ich gesagt, ja, kann ich. Aber ich habe nicht gehandelt. Und das habe ich in der Therapie dann alles gelernt. Was die Leute damit eigentlich meinen. Okay. Dass das eigentlich eine indirekte Bitte ist, dass ich den Leuten den Zucker gebe. Okay. Vor wie vielen Jahren hast du denn mit deiner Therapie denn begonnen? Das war 2013, ging 2 Jahre lang. Okay, bist du heutzutage auch noch in Therapie oder Nein. ist das nicht mehr so unbedingt benötigt? Ich bin nicht mehr in Therapie. Seit 2015 nicht mehr. Ich habe damals auch hier bei dem, ich weiß jetzt nicht, wie das vom Staat heißt, wo man Behinderungsgrad beantragen kann, also wie hoch die Behinderung ist. Da kriegt man so einen gelben Brief zurück. Okay. Den habe ich dann auch bekommen zu 30% Behinderung. Da ich aber nicht weiter in der Behandlung war, kam ein erneuter Brief, wir haben sie nicht mal ausgefragt, ob ich noch in Behandlung bin, da habe ich gesagt, nein, und dann wurden die 30% auch wieder aufgehoben. Ich bin also gleichgestellt mit allen anderen auch. Okay, aber wie ist das für dich, dass die 30% sag ich mal weggenommen habe, oder wie verhält sich das jetzt zum Beispiel? Ja, ob nur mit 30% oder ohne 30%, ich bin immer noch der Gleiche. Genau, ich meine nur Sache Hilfe, wenn man zum Beispiel 50% behindert ist, bekommt man gewisse Dinge auch Hilfe, zum Beispiel Vergünstigung, Sache Zugfahrer zum Beispiel. Ja, das ist bei 30% nicht der Fall. Genau, ich weiß ja, man bekommt da erst ab 50% überhaupt einen Schwerbehindertenausweis, alles was drunter ist, bekommt man es eigentlich nicht. Mit dem Autismus, wie kommt das hier denn jetzt so in den Alltag zurecht? Also also in meiner Therapie, ich musste wirklich lernen, was Sarkasmus und Zynismus eigentlich ist. Ich musste das wirklich lernen. So, dass das eben auch beißender Spott ist, andere zu mobben und andere eben lächerlich vor anderen machen. Oder wenn jemand zum Beispiel
eine Tatsache in Sätzen schildert, dass ein anderer, der sarkastisch und zynisch ist, dies ins Lächerliche zieht und dadurch die Masse auf seine Seite zieht. So, das habe ich gelernt, dass Menschen eben dann andere Menschen eben lächerlich machen, obwohl sie recht haben. Und ich weiß, wie ich darauf reagiere, indem ich einfach Fragen stelle. Wie er das meint. Und darauf kriegt man dann eigentlich, also aus meiner Erfahrung heraus, nicht nur eigentlich, aus meiner Erfahrung heraus kriegt man dann nicht wirklich eine Antwort, wenn man danach fragt, was er damit meint. Okay, hört sich eigentlich nicht so schlecht an, seit nach deiner Therapie. Ja, es hat mir wirklich geholfen, die Therapie. Genau, kannst du andere Menschen, die zum Beispiel mit Autismus oder auch mit keine Behinderung etwas zu tun haben, wenn die Menschen irgendwann ihr Alltag auf solche Menschen treffen würde, was dann dein persönlicher Tipp wäre, wie man damit für die Leute, die jetzt keine Behinderung haben, umgehen könnte? Also du möchtest ja jetzt sagen, wie Menschen, die eine Behinderung haben, mit anderen klarkommen und umgekehrt. Genau. Also ich, da ich ja wieder seit längerer Zeit in Beschäftigung bin, auch durch die Therapie, erstmal sage ich gar nichts. Erstmal sage ich meinen Mitmenschen gar nichts von meiner Behinderung. So, das ist halt auch. Ja, soll man auch nicht machen. Falls derjenige sieht, der keine Behinderung hat, sieht er zum Beispiel einen Rollstuhlfahrer. Viele Menschen, sag ich mal, die jetzt keine Erfahrung damit haben, können ja eventuell sogar falsch reagieren. Falsch gibt es ja auch eigentlich nicht, weil die handeln so, wie die es für richtig halten. Was würdest du da für einen Tipp geben? Ja, wie soll ich sagen? Weil auch die Menschen mit einer Behinderung sind ja verschieden. Und einige wollen das vielleicht gar nicht, dass die anderen sie nur deshalb anders behandeln, weil sie eine Behinderung haben. Genau. Das wollen ja, ich will nicht alle sagen, aber viele gibt es, die haben ihre Behinderung, die haben sich damit, die können damit leben, wollen aber auch, dass die Mitmenschen sie behandeln, als ob sie keine Behinderung hätten. Genau. Man sieht da auch ganz oft im Alltag, wie zum Beispiel der kleine Kind fragt seine Mutter, was hat er da denn? Zum Beispiel, wenn der Rollstuhlfahrer ein Bein fehlt, ein Arm fehlt, dann sagt die Mutter, der liebe Gott war sauer auf den, geh besser nicht zu dir hin. Was würdest du denn bei so etwas denken? Weil das hatte ich schon bei anderen Interviewpartner und der hatte das genauso erlebt. Soll ich jetzt dazu sagen? Erstmal kommen so eine Situation auf einen behinderten Menschen auf einen zu. Solche nicht der gleiche Fall, den du mir gerade geschildert hast. Ja. Aber auf mich kommen auch Dinge zu, die mich beleidigen können. Ja. Und auch die eigentlich eine Beleidigung sind, wenn die Mutter sagt, Gott hat ihn bestraft. Also ich denke mal, dass da beide Seiten mit klarkommen müssen. Dass derjenige, der die Behinderung hat, erstmal damit klarkommen, ich will nicht sollte oder muss sagen. Ja. Weil es diese Situation immer und immer wieder geben kann. Genau. Ja. Das ist selbstverständlich. Und natürlich nicht selbstverständlich, dass sowas überhaupt passieren tut. Muss nur mal fragen, was geht denn so eine Mutter vor, dass sie sowas sagen tut? Ja, da ist ja, diese Aussage betrifft ja auch eine religiöse Seite, ja. Seite, wenn sie da Gott anspricht und sowas. Aber sie denkt in dem Fall nicht an ihr Kind. Genau. Beeinflusst ja ihr Kind dann auch mit. Wie das Kind dann später auf andere Menschen, wenn es älter wird, wieder auf andere Menschen, die eben anders sind, reagiert. Dadurch hat diese Mutter den größten Einfluss gehabt. Und das sollte einfach klar sein. Genau, auf jeden Fall. So, sag ich mal, das war groß und ganze das Interview. Wenn es euch gefallen habe, könnt ihr gerne das Video liken, mich abonnieren und natürlich auch die Glocke aktivieren. Ansonsten bekommt ihr die Videos von YouTube nicht angezeigt. Und das Interview, was ich vorhin angesprochen habe, werde ich mal einfach mal unten in die Videobeschreibung und hier am Ende auch noch hier im Bild verlinken. Kannst du dich gerne noch verabschieden? Ja, ich verabschiede mich. Und falls ihr Interesse habt, könnt ihr auch auf meinem Kanal mal gucken.
Genau, seinen Kanal habe ich natürlich auch hier unten in die Videobeschreibung mal für euch verlinkt. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal, Leute, und haut rein.